Prinz Harry feiert in wenigen Tagen seinen 40. Geburtstag. Doch ob er wirklich Grund zum Feiern hat, die Gerüchteküche brodelt. Der 15. September ist ein großer Tag für Prinz Harry, 39. Dann nämlich wird der britische Blaublüter seinen 40. Geburtstag feiern. Allerdings soll er den nicht mit Ehefrau Herzogin Meghan, 43, und den zwei gemeinsamen Kindern verbringen. Oder besser gesagt, nicht nur mit ihnen. Nach einer kleinen Feier im kalifornischen Montecito will Prinz Harry angeblich noch alleine weiterziehen und mächtig einen drauf machen. Glaubt man der britischen Zeitung The Sun, plant das Geburtstagskind einen Wochenendausflug mit einigen seiner engsten Freunde zu genießen, heißt es. Und das könnte Meghan übel aufstoßen. Insider: Prinz Harry fühlt sich isoliert. Immerhin mehren sich die Gerüchte, dass die Beziehung zwischen der einstige Suits-Schauspielerin und dem Windsor-Spross immer mehr Distanz bekommt. Prinz Harry fühlt sich in Kalifornien immer isolierter, weshalb er sich wieder mit alten Freunden in der Heimat trifft, plauderte ein ungenannter Insider gegenüber der Sun aus. Auch seine Reise mit Herzogin Meghan nach Kolumbien soll der Beziehung eher geschadet statt geholfen haben. Und das, obwohl die beiden doch vor den Kameras so verliebt und innig wirkten. Rückkehr nach London, doch was wird aus Meghan? Die Reise nach Kolumbien hat auch deutlich gezeigt, wie gut Meghan sich im Rampenlicht fühlt, während Prinz Harry im Hintergrund eine sehr mürrische, unglückliche Figur abgibt, beteuerte die Quelle und fügte hinzu, dass der jüngste Sohn von König Charles, 75, angeblich schon neue Pläne schmiede. Und bei denen scheint seine Gattin keine große Rolle zu spielen. Prinz Harry möchte sich einen Weg zurück ins königliche Leben in Großbritannien bahnen und sucht Rat bei alten Freunden und Bekannten, heißt es. Dass Meghan dazu so gar keine Lust haben soll, steht auf einem anderen Blatt. Aber vielleicht braucht Prinz Harry ja diesen Meilenstein-Geburtstag, um für sich noch einmal eine neue Perspektive zu finden. Und vielleicht alles über den Haufen zu werfen, was er sich in den vergangenen Jahren aufgebaut hat.